Ja, willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge. Wie alt sind Punkt, Punkt, Punkt wirklich? Da euch die letzte Folge sehr gut gefallen hat, beziehungsweise da ich mehr machen davon soll, da habe ich mir heute mal was richtig Besonderes rausgesucht. Heute kommen mehrere Leute, so ungefähr um die 25 Stück, also wird das Video recht länger sein. Und wir nehmen ungefähr von jedem Punkt, Punkt, Punkt zwei Fotos. Vorausgesetzt, es sind zwei Fotos vorhanden. Heute habe ich mir mal die Alarm für Cobra 11 Haupt- und Nebendarsteller rausgesucht. Wir fangen an mit Erdogan Atalay. Er spielt den Semir Gerkan, also den Kriminalhauptkommissar Semir Gerkan in Alarm für Cobra 11. Und ist einer der momentan Hauptbesetzung von Alarm für Cobra 11. In Wirklichkeit ist Erdogan Atalay 49 Jahre alt. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Er ist am 22. September 1966 geboren. Erdogan. So, er. Nicht Erzogan. Was? Erdogan Atalay. Suchen. Also, in Wirklichkeit 49 und mal gucken, was die sagen. 39, aha. Alles klar, die schätzen ihn jünger ein und dann nehmen wir mal ein und das Bild hier. Da ist er 38, alles klar, die schätzen ihn jünger ein, als er in Wirklichkeit ist. Als nächstes nehmen wir Daniel Rösner. Er spielt in der Serie den Kriminalhauptkommissar Paul Renner und ist am 20. Januar 1984 geboren. Also ist er jetzt 32 Jahre alt. Also gehen wir mal ein. Daniel Rösner. Ja. Suchen. Das ist Daniel Rösner. Mal gucken. Also in Wirklichkeit 32 Jahre alt und hier 36, Alter. Die schätzen ihn also die älter ein. Dann nehmen wir nochmal das hier. 43, Mama mia. Fast 10 Jahre, nee, 11 Jahre, 11 Jahre älter als er eigentlich ist. Läuft bei ihm. Gut, als nächstes kommt dann Katja Woywood. Sie spielt in Alarm für Cobra 11 Polizeirätin und Leiterin der Autobahnpolizei Kim Krüger. Sie ist in Wirklichkeit, also ist am 10. Mai 1971 geboren und in Wirklichkeit 45 Jahre alt. Also Katja, boy, nicht Katharina, Mann. Katja, boy, Wood. So, also in Wirklichkeit 45 und hier wird sie geschätzt auf 35. 10 Jahre jünger, alles klar. Und dann nehmen wir nochmal das hier. Auch 35, alles klar. Dann nehmen wir als nächstes das hier, ist also die drei Darsteller, die ich gerade genommen habe, das sind die jetzigen Hauptdarsteller. Und jetzt kommen wir zu ehemaligen Hauptdarstellern. Da wären zum einen Vincent. Muss mal gucken, was eben schnell. Ja. Vinzenz Kiefer. Vinzenz. Bitte so geschrieben. Muss ich nochmal noch gucken, war. Ja. Vinzenz Kiefer. Suchen. Also er spielte in der Serie Alexander Alex Brandt, geboren Rickard, und ist Kriminalhauptkommissar. In Wirklichkeit ist Vinzenz Kiefer am 29. Januar 1979 geboren und ist 37 Jahre alt. Dann nehmen wir auch direkt das erste Foto.
23. Der wird aber jung geschätzt. Und nehmen wir noch mal das Bild. 14? Läuft auf jeden Fall bei ihm. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Als nächstes kommen wir zu einem, der müsste euch eigentlich bekannt sein. Ist ein Sänger und Schauspieler. Tom Beck. Und er spielt in, also er spielt in den Ser in der Serie Kriminalhauptkommissar Ben Jäger. Er ist am 20. Februar 1978 geboren und ist somit 38 Jahre alt. Dann nehmen wir auch direkt das Bild hier. 27, alles klar. Und nehmen wir mal typisch Alarm für Cobra 11 mäßig, das hier. 35, also sehr nah an seinem echten Alter. Gut. Dann kommen wir als nächstes zu der ehemaligen Chefin. In Wirklichkeit heißt sie Charlotte Schwab und ist Kriminaloberrätin und ehemalige Leiterin der Autobahnpolizei. In der Serie spielt sie Anna Engelhardt. Nehmen wir auch das erste Foto. In Wirklichkeit, Alter, also die wird ja auf 27 geschätzt, und in Wirklichkeit ist sie am 17. Dezember 1952 geboren und ist mittlerweile schon 63 Jahre alt. Auf dem Foto wird sie also 27 geschätzt. Wird aber ganz schön jung gehalten. Dann nehmen wir mal das Bild hier. 44, alles klar. Gut. Als nächstes kommt René Steinke. Er spielte in der Serie. Kleinen Moment. Ich glaube, ich habe was verwechselt. Nee, nee, nee. Wir kommen erst zu Gideon Burkhardt. Er spielte in der Serie Kriminalhauptkommissar Chris Ritter. Und der Gideon Burkhardt ist am 3. Juli 1969 geboren, also im Alter von 46 Jahre alt. Gehen wir mal hier ein. Also wie alt? Also wie gesagt, in Wirklichkeit 46, und hier ist er 39. Wir hatten wirklich noch keinen, der genau das Alter getroffen hat. 37, alles klar, passt. Läuft. Irgendwas war hier gerade. Jetzt kommen wir zum Krimi, also zu René Steinke. Er hat in der Serie Tom Kranich, Kriminalhauptkommissar Tom Kranich gespielt. Und René Steinke ist am 16. November 1963 geboren und ist mittlerweile 52 Jahre alt. René Wall? Wieso René Wall? So, René Steinke. So. Das ist der Gute. Mal gucken. Also in Wirklichkeit 52, und hier ist er 39, alles klar. Und hier 40. Okay. Dann kommt als nächstes Christian Oliver. Er hat in der Serie Kriminalkommissar Jan Richter gespielt. Und der Christian Oliver ist am 3. März 1972 geboren und ist mittlerweile 44 Jahre alt. Ich hoffe, die finden den auch. Ja, das ist Christian Oliver und 44 Jahre alt. Mal gucken. 33. Und dann nehmen wir mal das Bild hier.
Auch 33, alles klar. Dann kommen wir als nächstes zu Mark Keller. Ja, der heißt wirklich so. Und er spielte in der Serie Kriminalhauptkommissar André Fuchs. Er ist am 5. Mai 1965 geboren und ist mittlerweile 51 Jahre alt. Gucken wir mal. 41. Und das hier. 42. Passt eigentlich. Gut, als nächstes kommen wir zu Almut Eggert. Sie hat sie hat in der Serie Kriminalhauptkommissarin und ehemalige Leiterin der Autobahnpolizei Katharina Lamprecht gespielt. Sie ist am 7. Juni 1937 geboren und ist mittlerweile 79 Jahre alt. Gut, dann gehen wir mal eben ein. Almut, nicht Armut. Almut. Da, Almut und Eggert. Also, in Wahrheit 79. Mal gucken. Das ist sie. 66. Und hier 68. Passt. Als nächstes kommen wir dann zu Johannes Bantrop und er hat in der Serie Kriminalhauptkommissar Frank Stolte gespielt. Er ist am 7. Januar 1967 geboren und ist mittlerweile 49 Jahre alt. Gehen wir mal ein. Johannes Bantrop. Das ist er. Also 49 Jahre alt. Mal gucken. 39. Und nehmen wir mal das Bild. Auch 39. Passt. Ja. Gut. Als nächstes kommen wir dann zu Rainer Strecker. Er hat in der Serie Kriminalhauptkommissar Ingo Fischer gespielt und ist am 25. Oktober 1965 geboren. Also mittlerweile schon 50 Jahre alt. Das ist er. 55, oho. Haben wir schon mal das richtige Alter erreicht. Also richtige Alterzeit, ne? Und hier 56. Passt. Gut. Dann kommen wir mal zu den momentanen, beziehungsweise, ja, momentanen Nebendarstellern von Alarm für Cobra 11. Da haben wir zum einen Carina Wiese. Sie spielt in der Serie Andrea Schäfer, geschieden Gerkan. Sie ist die sozusagen Ex-Ehefrau von Semir Gerkan, aber mittlerweile verstehen die sich wieder so gut, dass sie wieder zusammengezogen sind. Sie ist am 26. Februar 1968 geboren, also mittlerweile 48 Jahre alt. Das ist sie. 37. Und das hier noch. 36. Alles klar. Gut, dann kommen wir als nächstes zu Nils Kurwin. Gebe ich schon mal ein. Er spielt in der Serie. Kleinen Moment. Mitarbeiter der KTU. Also er ist der Einstein von Alarm für Cobra 11, sagen die immer. Er spielt
den KTU Tech, also KTU Einstein Hartmut Freund. In Wirklichkeit ist er am also also das genaue Datum, wann er geboren ist, das weiß zurzeit im Moment keiner. Auf jeden Fall, er ist 1975 geboren, also entweder 40 oder 41 Jahre alt. Also wenn er nach dem 18.06.2016 Geburtstag hat, dann ist er 41 Jahre alt, und wenn er vor Geburtstag 40 Jahre alt, und wenn er da vor Geburtstag ist, ist er 41 Jahre alt. Also, gehen wir mal ein. Hartmut Freud bzw. Nils Corwin ist 32 hier und hier 31. Okay. Dann kommen wir mal zu Daniela Wutte. Sie spielt in der Serie die Sekretärin der Autobahnpolizei. Also sozusagen die Zentrale, ne? Sie spielt Susanne König. Bei ihr weiß man auch nicht genau das Datum, wann sie geboren ist. Sie ist auf jeden Fall im Jahr 1977 geboren und ist 39 Jahre alt. Hier wird sie auf 20 Jahre geschätzt und hier auf 17. Läuft auf jeden Fall bei ihr. Gut, dann kommen wir als nächstes zu Katrin Hess. Sie spielt in der Serie Kriminalkommissarin Jenny Dawn. Also, und sie ist am 26. Juli 1985 geboren. Also in der Autobahnpolizei-Darstellerhierarchie ist sie die jüngste und ist mittlerweile 30 Jahre alt. Mal gucken, auf wie viel sie hier geschätzt wird. 28. Okay. Und hier 20. Läuft auf jeden Fall bei ihr. Gut. Dann kommen wir mal zu den ehemaligen Nebendarstellern. Da haben wir zum einen Gottfried Vollmer. Er hat in der Serie Polizeikommissar Dieter Bonrad gespielt. In Wirklichkeit ist der Schauspieler am 7. Juli 1953 geboren und ist mittlerweile 62 Jahre alt. Das ist er. 62 Jahre alt ist er. Mal gucken. 40. Und hier? 29? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Nehmen wir mal so hin. Dann kommen wir als nächstes zum Dietmar Huhn. Also er spielte in der Serie Polizeikommissar Horst Hotte Herzberger, und in Wahrheit ist er am 31. August 1944 geboren, also mittlerweile 71 Jahre alt. Dann gucken wir mal. Achtundfünfzig, alles klar. Gibt noch ein älteres, aktuelleres. Da. Da, so sieht er heute aus. 64. Okidoki. So. Zwei Stück haben wir noch. Das sind zum einen Markus H. Eberhardt. Er spielte in der Serie den Imbissverkäufer bzw. Privatdetektiv
angeblicher Privatdetektiv Kai-Uwe Schröder. Und er ist am 7. August 1977 geboren. Gucken wir mal, also er ist 38 Jahre alt mittlerweile. Das ist er. Gucken wir mal, 41. Und hier 46. Gut, dann haben wir noch eine und dann war es das auch für heute. Das ist Martina Hill. Sie spielte in der Serie die ehemalige Sekretärin als Vertretung von Andrea Gerkan, also die Frau von Semir, Petra Schubert, also auch eine Sekretärin, ne? Und sie ist am 14. Juli 1974 geboren und ist mittlerweile 41 Jahre alt. Gucken wir mal. Das ist sie. Dann nehmen wir gleich das erste. 28 und 31. Okay. Dann würde ich mal sagen, war's das auch mal wieder von mir, von eurem Skibbischischer. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich noch so alles vorstellen kann von Darstellern aus einigen Serien, die euch gefallen oder so, ne? Und dann würde ich mal sagen, haut rein, ich bin euer Skibbischischer. Ciao, ciao.